Die letzte Minute des Countdowns hat begonnen. Loïc Leferme, einer der weltweit besten Apnoe-Taucher, macht sich bereit, in die Tiefen des Mittelmeers vorzustoßen. Er sitzt bereits auf dem Schlitten, der ihn in die Tiefe ziehen wird, und bereitet seinen Körper auf einen lange Minute währenden Sauerstoffmangel vor. Dann bin ich in einer feindlichen Welt. Er setzt sich dem gewaltigen Druck aus, der in den großen Tiefen herrscht. Unterhalb von 100 Metern ist das Meer dunkel, kalt und schwer. Ich suche meinen Platz an einem Ort, wo der Mensch nichts verloren hat. Die Disziplin, der sich Loïc verschrieben hat, nennt sich No Limit und ist die Königsdisziplin des Apnoe-Tauchens. Eine Disziplin, die schon der große Jacques Mayol praktizierte. Die wahre Grenze der beim No Limit erreichten Tauchtiefen liegt allein beim Menschen selbst. Das ist das Abenteuer. Man erkundet sich selbst, wo noch nie jemand war, einfach nur, um da gewesen zu sein und um es danach zu bekunden. Dank langjährigen Trainings und einer besonderen Atemtechnik kann Loïc über 9 Liter Luft in seinen Lungen aufnehmen. Sein Lungenvolumen ist damit doppelt so groß wie das normaler Menschen. Der 30 Kilogramm schwere Tauchschlitten zieht ihn mit einer Geschwindigkeit von über 1 Meter pro Sekunde in die Tiefe. 30 Meter. Hier beträgt der Druck bereits 3 Kilogramm pro Quadratzentimeter. Alle 10 Meter kommt ein weiteres Kilo hinzu. Ganz unten, an Loïcs Ziel, ist seine gesamte Körperoberfläche einem Druck von über 200 Tonnen ausgesetzt. Loïc zieht am letzten Sicherungstaucher vorbei. Nun ist er vollkommen allein. Ich reise an einen Ort, wo ich sehr viel über mich selbst erfahre. Es ist ein Versuch, den Körper zu verstehen. Zu erkennen, dass seine Anpassung keine Grenzen kennt. Loïc zieht sich ganz in sich zurück und befiehlt seinem Körper, im Sparmodus zu laufen. Ich versuche, mich völlig zu entspannen. Ich versuche, mich so tief wie möglich in meinen Körper zurückzuziehen, weil das Meer dies von mir verlangt. Vor kurzem noch behaupteten die Ärzte, dass man unterhalb einer Tiefe von 40 Metern wie ein Fernseher implodiert. Beim Tauchen steigt der Druck auf die Körperoberfläche an, der Brustkorb müsste eigentlich nachgeben. Dennoch werden immer größere Tauchtiefen erreicht. Sein oben noch eng anliegender Taucheranzug flattert nun um Loïcs komprimierten Körper. Jeder seiner Lungenflügel ist gerade mal auf die Größe einer Orange geschrumpft. Das geht nur dank größter Flexibilität, sowohl in physischer als auch mentaler Hinsicht. Beides gehört absolut zusammen. In physischer Hinsicht muss man seinen Körper so geschmeidig wie möglich machen. Den Brustkorb, die Muskeln, Bänder und Knochen. Mental muss man ebenfalls möglichst locker werden, um den Druck akzeptieren zu können. Darin liegt die Herausforderung der Tiefe und der Schlüssel zum Erfolg. Apnoe ist wirklich loslassen zu können. Wenn ich mich zurückgezogen habe, beobachte ich die Reaktionen meines Körpers und verspüre Dinge, die kaum begreiflich sind. An Land würde ich so etwas niemals erleben können.
Ich wechsle vom terrestrischen in den aquatischen Zustand. Indies. 90 Meter. Luik nähert sich der Schallmauer von 100 Metern, einer mythischen Zone für jeden Apnoe-Taucher. Jacques Mayol ist der König der 100 Meter. Jacques Mayol war der erste Mensch, der mit einem einzigen Atemholen tiefer als 100 Meter getaucht ist. Und dies war schon immer mein Richtwert. En état de béatitude, il s'immergera imprégné de la vision de deux êtres chers. Speedy, un dauphin exceptionnel, un dauphin pas comme les autres, qu'il voudrait entraîner avec lui dans ses plongées profondes. Il verra aussi. Es stimmt wirklich, jedes Mal bei jedem Tauchgang, beim Hinarbeiten auf dieses Ziel von 100 Metern, dachte ich an Jacques Mayol, daran, wie er diese Tiefe angegangen hatte. Mayol ist mit dem Kopf voran auf 105 Meter hinabgetaucht. Mit dem Kopf voran. 35 Meter. Voilà Jacques. 1 Minute 40. 11 Kilo 5 de pression par centimètre carré. Au profondimètre, moins 105 Meter. Imaginez, j'étais sur un dauphin. Et à côté de moi, j'avais ma chaîne de dauphin. Angela qui me disait, continue, va jusqu'au fond. Et je suis arrivé jusqu'à son taille. Faites-toi relâcher! Hundert Meter. Dort bin ich in einem anderen Zustand. Genau jenem Zustand, der mich interessiert. Erst in 100 Metern Tiefe beginnt meine Apnoe wirklich. In dieser Zone bist du eins mit deinen Gefühlen. Du bist sehr zerbrechlich. Das ist eine Kampfzone, eine Todeszone. Es gab jahrelange wissenschaftliche Untersuchungen der Herzfrequenzen verschiedener Apnoe-Taucher, vor allem Mayols. Je tiefer der Apnoe-Taucher hinabsteigt, desto geringer wird seine Herzfrequenz, bis sie auf Werte von 110 Schlägen pro Minute sinkt. Der Körper passt sich an. Er passt sich an die Tiefe an. Man nennt das den Immersionsreflex. Er betrifft die Herzfrequenz und die Umverteilung des Blutvolumens im Organismus. Man fragt sich, wie weit die Herzfrequenz noch hinabsteigen würde. Bis zum Herzstillstand? Dann müssten ab einer gewissen Tiefe eigentlich alle Apnoe-Taucher sterben. Den Immersionsreflex besitzt jeder Mensch. Sobald das Wasser über unserem Gesicht zusammenschlägt, schlagen bestimmte Rezeptoren Alarm. Notfall, Herzfrequenz vermindert. Und es kommt zu einem Abfallen der Stoffwechselrate. Bei trainierten Apnoe-Tauchern tritt diese Anpassung beim Eintauchen wesentlich schneller ein. Eine bessere Anpassung, die den Apnoe-Taucher in die Nähe der Meeressäuger rückt. Wir werden Zeugen des Wiedererwachens von seit Jahrmillionen vergessen geglaubten Fähigkeiten, Zeugen eines unglaublichen physiologischen Gedächtnisses. Wenn ich unten angekommen bin, öffne ich meine Augen und sehe absolut nichts. Dann stelle ich mir vor mir liegt die Unendlichkeit. Dies ist ein Zustand intensiver, totaler, absoluter Freiheit.
Ich bin so nah am Limit, symbolisch dem Tod, so nahe, dass ich gerade noch am Leben festhalte, um mir meiner Existenz bewusst zu werden. Was ich sehe, wenn ich meine Augen öffne, ist außerordentlich und gleichzeitig nichts. Ich war immer ein wenig sauer auf Loïc, sagte ihm ständig, wenn du da unten ankommst, bleib ja nicht da unten, sondern steig wieder auf. Du kannst erst danach die Freude richtig auskosten. Und das ist keineswegs einfach. Wenn man unten ist, ist das Aufsteigen nicht einfach. Wenn man den Apnoe-Tauchern zuhört, ist das ebenso wunderschön wie schwierig. Ist das der Tiefenrausch? Ist das Leichtsinn? Ich fühle mich dort nur gut und habe keine Lust zu atmen. In diesem Augenblick führt der Apnoe-Taucher eine Art inneren Dialog mit sich selbst. Ich steige auf. Nein, bleib noch, dir geht's gut. Es ist nicht gut, allzu lange da unten zu bleiben, denn irgendwann kommt unweigerlich der Moment, wo du dir sagst, jetzt ist es Zeit aufzusteigen. Das Zwerchfell gibt Lebenszeichen von sich und fängt an zu krampfen. Das ist ein Atemreflex, den man nur eine gewisse Zeit lang unterdrücken kann. Wenn die Taucher dies spüren, können sie sich sagen, okay, jetzt ist es Zeit aufzusteigen, aber manchmal dauert der Aufstieg sehr lange. Loïc steigt an einem mit Pressluft gefüllten Ballon hängend wieder auf. Die Rückreise aus der Tiefe dauert etwa 1 Minute und 20 Sekunden. Er muss jetzt mit dem wenigen noch in seinem Organismus vorhandenen Sauerstoff sparsam umgehen, seine lebenswichtigen Organe schützen, allen voran das Gehirn, das am empfindlichsten auf den Sauerstoffmangel, die Hypoxie, reagiert. Langsam steigt Loïc die letzten Meter auf, die ihn von der Meeresoberfläche trennen. Sein Körper bereitet sich darauf vor, wieder in den terrestrischen Zustand zu treten, eine Art Wiedergeburt zu erleben. Gleichzeitig muss ich mich umstrukturieren. Ich muss meine Lungen wieder ausdehnen, muss auftauchen. Das dauert gut 5 Minuten. Ich muss meine Atmung wieder aufnehmen, tief einatmen, mich hinsetzen, denn gleichzeitig bin ich völlig außer Atem. Und das ist kompliziert. Manchmal ist es kompliziert, manchmal auch einfach. Genau das macht das Abenteuer der Tiefe aus. Ich war unten, ich habe die Scheibe abgeschlagen und sagte mir, du hast es geschafft, du hast gesiegt. Und beim Aufstieg, mit dem Druck und all dem, was sich in meinem Körper abspielt, gehen mir so viele Sachen durch den Kopf, von denen ich eigentlich nur wenig mitbekomme. Ich steige auf, das geschieht mechanisch. Ich bin froh, aber eigentlich... Ich war schließlich so lange unten, weil ich Lust darauf hatte. Und wie weit willst du beim nächsten Mal gehen? Mein Traum war anfänglich, die 150 Meter zu überschreiten. Ich glaube allerdings, dass dies mein Traum bleiben wird. Wir werden ja sehen. Das hängt auch von so vielen anderen Leuten ab, nicht nur von mir allein. Ich habe ganz von vorne angefangen. Ich wusste nichts. Ich bin aufgestanden und ins Wasser gegangen. Das ist alles. Ich habe nicht damit angefangen, um irgendwann der Mann zu sein, der am tiefsten von allen taucht.
Ich wollte mich eigentlich nur weiterentwickeln und die Tiefe verstehen. Gibt es wirklich Fischmenschen? Ist so etwas angeboren? Kann man das von Geburt an? Oder ist es nicht eher eine Gabe? Ist das das richtige Wort? Ich habe beim Tauchen mühselig gelernt, indem ich fühlte, was passiert. Ich habe von Anfang an etwas verspürt, das ich mit der Zeit transzendiert habe. Mit Sicherheit steht fest, dass der Apnoe-Taucher während seines Trainings auf eine progressive Anpassung hinarbeitet. Wenn Sie zum Beispiel bei Ihrer Geburt amphibischer sind als jemand anders, hat dieser nach 10 Jahren Training seinen Rückstand mehr als wettgemacht und kann als Fischmensch oder Delfinmensch bezeichnet werden, während Sie noch immer der Erde verhaftet sind. Stück für Stück habe ich an meinem Gefühl gefeilt, habe gespürt, dass ich noch lockerer werden muss. Gleichzeitig gibt es Anpassungstechniken, sich lockern können, sich unter Kontrolle haben und wahrscheinlich auch die langsame und langdauernde Anpassung des Menschen an die Hypoxie. Es wurden völlig unbekannte Dinge beobachtet. Zum Beispiel stellte man fest, dass jemand im Laufe von nur einer Trainingssequenz besser mit der Apnoe zurechtkam, weil er wahrscheinlich, um es wissenschaftlich auszudrücken, während der aufeinanderfolgenden Apnoen sein Blut mit roten Blutkörperchen anreicherte. Und dies bedeutet eine Erhöhung der Sauerstoffaufnahmekapazität. Heute gibt es Menschen, die 8 Minuten die Luft anhalten können. Untrainierte ertrinken bereits nach 3 Minuten. Bei der idealen Apnoe denkt man an nichts. Und das ist extrem schwierig. Allein der Versuch ist schon ein Schritt hin zur Erkenntnis. Deinen Körper zu entspannen, mehr und mehr. Ein Menschenleben reicht nicht aus, um zu lernen, seinen Körper vollständig zu entspannen. Die Weisheit kommt mit der Zeit, wenn du dich der Herausforderung der Tiefe stellst. Und durch die Wiederholung erfolgt die Anpassung. Ich passe mich kontinuierlich an, immer. Ich fühle, wie ich mich weiter anpasse. Bei jedem Tauchgang verspüre ich flüchtige Dinge und mein Körper und Geist passen sich ein wenig mehr an. Und je besser sich Körper und Geist anpassen, desto besser wird ihr Gedächtnis und desto einfacher fällt es mir, beim nächsten Tauchgang diese Gefühle wiederzufinden, ohne bei Null anfangen zu müssen. Anfangs war es jedes Mal ein Abenteuer, auf 30 Meter hinabzutauchen. Wirklich jedes Mal. Dann wurden es nach und nach 40 Meter. Dann habe ich 50 geschafft, danach noch mehr, 60, 70 Meter. Und schließlich war ich an einem Punkt angelangt, von dem aus ich die Herausforderung der Tiefe angehen konnte, ohne allzu sehr trainieren zu müssen. Mein Körper reagierte und erinnerte sich an den Ort, den ich aufgesucht hatte. Der Körper passt sich an, denn er hat sich das Erlebte gemerkt. Den Druck, die Temperaturen, all die Dinge, die aus dem Meer ein ziemlich komplexes Milieu machen. Dieses Erinnerungsvermögen des Körpers und die größtenteils noch nicht richtig erforschten komplexen Anpassungsmechanismen an das nasse Element sind erstaunlich. Manche der Mechanismen betreffen die Zellen selbst, andere die großen biomechanischen Strukturen des Organismus. Der Mensch ist seit Jahrmillionen dazu in der Lage, sich an jede Umgebung anzupassen. Ob Wüste oder Eis, ob große Höhen oder große Tiefen, der Mensch passt sich an. Die wenigen Menschen, die das Abenteuer der Tiefe angehen, schaffen auch eine gewisse Art der Anpassung.
Luik bricht in 5 Minuten auf. 150 Meter, das bleibt eine Barriere. Eine Barriere der Anpassung. Ich gehe an den Sauerstoff und nehme die Zeit. Du gehst an die Bremse. 10, 9, 8. Wenn ich in 145, 150 Meter Tiefe ankomme, blockiert mich etwas, eine Art Mauer. Ich erreiche eine Mauer und bin nicht bereit, weiterzugehen. Wagt sich an die Grenzen seiner eigenen Anpassung. Heute wissen wir, dass eines der größten Hindernisse beim Erreichen solcher Tiefen die Veränderung der Hirnchemie ist. Ich spürte den aufkommenden Tiefenrausch. Ich spürte, wie der Rausch sich meiner bemächtigte, meinen Körper und Geist ergriff. Ganz langsam und einfach so mit der Kälte und der Tiefe. Und dazu dieser Druck, der ständig anwächst. Immer höher und höher. In großer Tiefe kann ein Apnoe-Taucher den Druck der in seinem Körper enthaltenen Gase und deren Auswirkungen auf die Neuronen nicht kontrollieren. In 150 Metern Tiefe lernst du das Meer von seiner feindlichsten Seite kennen. Wenn ich unten ankomme, spüre ich den Tiefenrausch. Spüre ihn manchmal so stark, dass ich wirklich glaube, gleich abzuheben. Der Tiefenrausch ist eine sehr komplexe Angelegenheit. Heute ist man sich fast sicher, dass ein Apnoe-Taucher in großer Tiefe vom Tiefenrausch ergriffen wird. Dies wirft zwingendermaßen die fundamentale Frage auf, wie weit sich ein Apnoe-Taucher da unten noch unter Kontrolle hat. Der Tiefenrausch, das Gefühl, seinen Körper nicht mehr zu spüren. Man spürt seine Zähne hier herum, wie sie knirschen. Man fühlt sich im Inneren seines Körpers, ohne dessen Hülle zu berühren. Das ist der Stickstoff, ein Gas, das ab einer bestimmten Tiefe toxisch ist. Wir wären gut beraten, wenn wir uns mehr mit dem befassen würden, was mit dem Tiefenrausch verknüpft ist. Neben dem hohen Druck des Stickstoffs ist dies der partielle Sauerstoffdruck. Wir wissen sehr wohl, dass die Hyperoxie manchmal ebenfalls Euphorie hervorruft. Auch Sauerstoff ist in großen Tiefen toxisch und darüber wurde noch kaum geforscht. So wagen sich heute diese Athleten ein Stück weit ins Unbekannte vor. Da unten habe ich all diese Bewegungen und Automatismen auszuführen. Und das Einzige, was mich wach hält, ist das innere Abspulen all meiner über Jahre hinweg gemachten Tauchgänge. Einen Rekord aufzustellen bedeutet, bis zu einer vorgegebenen Tiefe unter Wasser zu tauchen. Sicherzustellen, dass dies wirklich die richtige Tiefe ist, Leute zu haben, die dies bezeugen können, wieder aufzutauchen und zu beweisen, dass man keine Synkope hat und bei klarem Verstand ist. Oh, rattrapez-le, bordel! Beim Auftauchen tritt bei Apnoe-Tauchern eine hypoxische Synkope auf.
Das liegt daran, dass er da unten zwar keine Lust hat, wieder aufzusteigen, aber immer noch am Leben ist. Sein Körper verbraucht also Sauerstoff und fällt langsam in die Hypoxie. Doch der hohe Druck verhindert, dass er dies merkt. Beim Aufsteigen lässt der Druck nach, und da der Taucher am Grund nicht bewusstlos wurde, fällt er beim Auftauchen brutal in eine Synkope. Die Synkope, den Kontrollverlust, die Bewusstlosigkeit nach dem Auftauchen blendet man aus. So etwas will man einfach nicht sehen. Denn darin liegt die Beherrschung der Tiefe. Du musst in der Lage sein, diesen Ort aufzusuchen und vom Meer akzeptiert zu werden, um da unbeschadet wieder rauszukommen. Denn es gibt keinen Konflikt. Und diese Harmonie erreichst du nur durch deine physische Integrität. D'abord la mort d'une apnéiste, d'une plongeuse, la Française Audrey Mestre tentait de battre le record du monde de plongée en apnée dans les Caraïbes, au large de Saint-Domingue. Pour une raison encore indéterminée, elle est restée prisonnière de l'eau pendant 8 minutes et 41 secondes et elle est morte peu après son retour à la surface. Audrey war jemand, den ich sehr mochte. Sie war ein sehr fragiler Mensch und hatte das Apnoe-Tauchen durch Pippin gelernt, den erfahrensten No-Limit-Taucher. Anfangs hat Audrey als Sicherungstaucherin bei den Rekordversuchen Pippins gearbeitet. Sie freundeten sich an, dann wurde sie seine Frau und begann selbst mit dem Apnoe-Tauchen. Es ist unmöglich, und doch ist es passiert. Pippin beschloss, als erster auf 150 Meter zu tauchen. Als ich meinen Rekord aufgestellt habe, sandte er mir eine E-Mail mit seinen Glückwünschen und schlug mir vor, gemeinsam mit ihm auf demselben Schlitten einen Weltrekord als Tandem aufzustellen. Also trafen wir uns auf Aruba, einer kleinen Insel vor der Küste Venezuelas. Unsere Techniken waren völlig verschieden und auch unsere Sichtweisen unterschieden sich total. Wirklich total. Francisco Pippin Ferraras, der spektakuläre Apnoe-Taucher, dessen Strategie sich grundlegend von der Luix unterscheidet. Pippin muss immer mit dem Kopf durch die Wand. Seine Beziehung zur Tiefe, seine Einstellung zur Sicherheit waren dem, was ich kannte, völlig entgegengesetzt. Auf dem bleigrauen Meer brechen zwei vollkommen gegensätzliche Männer auf demselben Schlitten in die Tiefe auf. Und doch brachen wir gemeinsam auf. Ich hatte mit Pippin diskutiert. Ich sage es dir ja nicht gerne, denn schließlich hast du 16 Jahre Erfahrung und ich bin gerade erst angekommen. Trotzdem solltest du dein System besser ändern. Mit der Holzhammer-Methode funktioniert das nie. Und er antwortete, weißt du, wir funktionieren auf Kubanisch. Wir sind einiges gewohnt. Und es lief ja auch gut für ihn, denn Pippin ist eine Naturgewalt, ein fast 2 Meter großer Berg von einem Mann. Endstation. In 140 Meter Tiefe gibt es ein Problem mit der Mechanik. In dieser Tiefe muss der Kubaner unglaubliche Anstrengungen unternehmen, um den Aufstiegsmechanismus in Gang zu bringen. In den Körpern der beiden Männer sinkt die Sauerstoffrate auf gefährliche Werte. Endlich geht's nach oben. Pippins enormer Ballon zieht die beiden mit einer unglaublich hohen Geschwindigkeit nach oben. Die Körper der beiden Männer haben kaum Zeit, mit der Dekompression zurechtzukommen. Ich habe Pippin so oft bewusstlos auftauchen sehen.
Das gehört irgendwie zu seiner Vorgehensweise dazu. Er taucht auf. Manchmal taucht er in einem schlechten Zustand auf, aber er ist oben. Er ist aus dieser Tiefe zurückgekehrt. Das heißt, er ist vom Tod zurückgekehrt. Er hat es überlebt. Vielleicht war das nichts für Audrey. Audrey war ein ziemlich sanftmütiges Mädchen. Irgendwo war dieses System, diese Herangehensweise wohl doch nicht das Richtige für sie. Es kann zu Problemen kommen, aber eigentlich nicht zu so einem schweren Unfall. Aber so ist nun mal das Leben. Was wir tun, ist eben kompliziert und riskant. All das hat mich zum Nachdenken angeregt, über die Weisheit, die man bei einem solchen Unterfangen braucht. Man muss langsam vorgehen, ruhig, sich nicht zum Rekord zwingen. In dieser Disziplin darf man sich überhaupt keinen Druck machen. Hier zählt die Sanftmut, die Zusammenarbeit mit dem Wasser. Tu réussis, tu rates, on recommencera la semaine prochaine ou dans deux semaines. C'est extrêmement simple. Voilà. Ich bin mir bewusst über die Risiken, die ich eingehe. Es stimmt, dass man daran arbeiten muss. Ich weiß, dass es einem nach jahrelangem Training gelingt, all diese Ängste ein wenig zu mindern. Manche wird man ganz los, andere lernt man zu bändigen. Doch nicht immer beherrscht man alles. Wenn du Angst hast, machst du keine Fortschritte. Angst bedeutet, die Situation nicht beherrschen zu können. Sie versetzt dich in eine Konfliktsituation. Da unten ist es kalt, es ist kompliziert, alles ist schwarz und du bist allein. Man braucht verdammt gute Gründe, so tief hinabzutauchen. Ich habe mich immer danach gefragt, aber noch keine Antwort darauf gefunden. Du hast Angst vor dem Unbekannten, Angst zu sterben, dorthin zu gehen, wo du nicht weißt, was dich erwartet. Ich glaube, dass man eines Tages sagen wird, wir müssen vernünftig werden. Wer auf 150, 200 Meter hinabsteigt, taucht nicht mehr total unbeschadet auf. Ich möchte da nicht runter. 6, 5, 4, 3, 2,
semaines après le décès de la Française Audrey Mestre, qui tentait un nouveau record de plongée en apnée, Loïc Leferme a dédié son exploit à la championne disparue. C'est dans les eaux profondes de la rade de Villefranche-sur-Mer qu'il a atteint 162 mètres de profondeur. Es ist, als ob ich Erfahrungen gesammelt und dadurch eine Art Macht erworben hätte. Eine Kraft aus meinem Innern, die nur darauf wartet, endlich hervorzukommen. Et en bas, vraiment, l'impression d'habiter là-bas. Vous nous aviez dit qu'il fallait en bas, que je pense à remonter le plus vite, parce qu'on continue à attendre. Als Konsequenz meiner Abenteuer werde ich heute auf 171 Meter hinabtauchen. Die Medien sind hier, meine Familie ist hier, meine Freunde. Es sind bestimmt 150 Menschen auf dem Wasser, vielleicht auch mehr. Ich werde eine gute Vorstellung bieten. Es ist schwer, eine solche Leistung zu bestätigen. Am Tag X und auf die Sekunde genau. All das bleibt noch ein Erkunden, ein Erforschen. Erforschen, wie Loïc es nennt. Eine Forschung, bei der der Apnoe-Taucher sein eigenes Versuchskaninchen ist. Wo liegt die Grenze der körperlichen und mentalen Anpassung des Menschen an den gewaltigen Druck der Tiefe? Das kann bis heute niemand beantworten. Von Neuem haben sich die Vorhersagen der Physiologen und Biomechaniker als falsch erwiesen. Auf jedem Quadratzentimeter von Loïcs Haut wird der Druck von 20 Kilogramm lasten. Der Druck des Meeres auf seine Gesamtkörperoberfläche beträgt über 350 Tonnen. Wie ein Apnoe-Taucher solche Tiefen überleben kann, bleibt wohl noch lange ein Geheimnis. Sieben, sechs, sieben, fünf, vier, drei, zwei, eins.
Thank you.